Hallo liebe Freunde des ganz hohen Zoos, Henry und ich haben ein paar gute Nachrichten. Er klettert gern an mir und die zweite gute Nachricht ist, wir machen unsere Häuser wieder auf. Und zwar unser Exotenhaus, unser Giraffenhaus und unser Raubtierhaus werden in Kürze wieder geöffnet. Ja, und im Exotenhaus, da hat sich einiges getan in den letzten Wochen. Und jetzt nehme ich Sie einfach mal mit. Kommen Sie mal mit hinter die Kulissen ins Exotenhaus, denn dort ist ja jetzt noch zu. Aber was Sie dann Neues erwarten wird, das zeigen wir Ihnen gleich. Ja, und du schläfst so lange. Ja? Oh. Jetzt stehen wir mitten im Exotenhaus und hinter mir, da ist diese Voliere, die bisher, bis vor ein paar Monaten, mit Totenkopfäffchen besetzt war. Die sind aber ins Raubtierhaus gezogen, in unser zukünftiges Südamerika-Haus. Und dann war die Voliere leer, wir haben sie neu hergerichtet und haben drei sensationelle Vogelarten untergebracht nun. Und das ist die neue Überraschung für unsere Besucher, die dann ab Freitag wieder in dieses Exotenhaus dürfen. Ja, was das für Vogelarten sind, das sage ich Ihnen jetzt. Das ist der Runzelhornvogel, der erste Hornvogel in Karlsruhe. Dann sind es die Bali-Stare. Das ist eine hochbedrohte Art aus Bali, die da kurz vorm Aussterben war. Es waren nur noch 10 Exemplare in der Natur. Man hat wieder ausgewildert aus Zoonachzuchten, sodass der Bestand jetzt langsam wieder anwächst. Und wir wollen uns da auch beteiligen. Und dann auf dem Boden haben wir noch die Edwardsfasane. Der Edwardsfasan ist vor ein paar Jahrzehnten in Vietnam ausgestorben. Man hat ihn nicht mehr gesehen in der Freiheit. Aber in Zoos und bei engagierten Züchtern ist er erhalten geblieben. Und auch da beteiligen wir uns mit der Erhaltungszucht. Und da haben wir drei Exemplare, die wir schon im Karlsruher Zoo hier gezüchtet haben. Letztes Jahr sind die geschlüpft bei uns hier untergebracht. Das ist ein ganz tolles Projekt in Vietnam, das wir finanziell mit unserer Artenschutzstiftung unterstützen. Denn dort wollen wir ein Wiederauswilderungsgehege bauen. Wir, der Karlsruher Zoo, die Karlsruher Artenschutzstiftung, sind der Finanzier dieses tollen Projektes. Und da arbeiten wir mit ganz vielen Zoos zusammen, vor allem auch mit dem Berliner Zoo, der das Ganze organisiert. Und da wollen wir in Zukunft Tiere nach Vietnam zurückbringen, die dort züchten und dann auswildern. Und da legen wir den Grundstock dazu in den europäischen Zoos. Also ein ganz tolles Projekt und wir hoffen, irgendwann diese Vogelart auch wieder in die Natur zurückzubringen. Ab Freitag können Sie das Exotenhaus ja wieder besuchen. Aber wir haben in Corona-Zeiten ja so üblich die Besucherzahl limitiert. Das heißt, draußen steht ein Wachmann und lässt dann nur eine bestimmte Besucheranzahl ins Haus. Und wenn die ersten wieder rauskommen, dann lässt er wieder neue Besucher rein. So gewährleisten wir, dass hier nicht zu viele Menschen sich in diesem wunderschönen Haus aufhalten und hoffen natürlich dann, dass sie auch den entsprechenden Individualabstand zu den anderen Besuchern auch mit einhalten. Das ist natürlich Grundvoraussetzung, dass es auch wieder funktioniert. Ab Freitag probieren wir es wieder mit drei Häusern in unserem Zoo. In den anderen beiden Häusern, im Giraffenhaus und im Raubtierhaus, da werden wir einfach Einbahnsysteme haben, sodass man auf der einen Seite reingeht, auf der anderen Seite raus und das sollte eigentlich den Verkehrsfluss durch die Häuser auch gewährleisten. Wichtig ist natürlich immer, in den Häusern ist Mundschutzpflicht. Das ist wie wenn Sie einkaufen gehen, müssen Sie auch den Mundschutz anziehen. So ist es natürlich auch in den Häusern. Draußen können Sie den dann wieder runternehmen, aber in den Häusern ist das bei uns leider Pflicht. Und das machen wir auch noch so lange, bis die Corona-Krise wirklich beendet ist. Und wir profitieren natürlich alle davon. Keiner will den anderen anstecken und das sollte auch so sein.